So, willkommen zurück zu Away. Wir verfolgen immer noch unsere Mutti und unsere Schwester, beziehungsweise den, war das ein Adler? The summit of Geo's towering dome provides an opportunity. A panoramic view of the island. There's a chance that from height he'll be able to spot his missing family members. Also wir sollen ja scheinbar einen Platz finden, wo wir unsere Familie ausspähen können. Haut doch nicht ab, ich brauche was zu futtern, Leute. So richtig viel bringt das leider nicht. Gern wieder ein paar Pilze etc. So, ab nach oben. Mal. Komme ich darüber gejumpt? Ja. There they are. He must catch up with the vulture. Time is running out. Fliegt davon und wir sind dahin durchgeleiten. Die Frage ist, ist hier noch, das sind glaube ich diese gelb, nee, sind es doch nicht. Hauptsache geht es gut, Leute. Da hinten fliegt er. The worst has happened.
A bolt of lightning has struck one of the island's trees and started a fire. This blaze is sure to move quickly with the strong winds. Our glider must be quicker still. Wolves. These perennial hunters are always on the lookout for fresh meat. Though the sugar glider won't offer much of a meal on an island where game is scarce, the wolves are unlikely to turn down even the lightest of snacks. War ja klar, dass wir das wieder verkacken. Die Frage ist jetzt, welcher Weg macht denn jetzt am meisten Sinn? Eigentlich hätte ich gedacht, erstmal zu dem Baum. Ich krieg nicht. Ich frage mich, er schwankt dann immer so, wahrscheinlich wegen der Luft, aber, oder wegen dem Wind, aber wie komme ich denn sonst da gerade ran? So, zum Bleistift. Okay, wir folgen wieder den... weißen Strichen hier. Jetzt frage ich mich natürlich, ob das hier wirklich irgendwie nach Zeit läuft. Muss ich irgendwie in die Höhle? Sah das so aus wie eine Höhle da eben? Ich weiß es nicht. Sehr nice. Aber der Ast zeigt ja hier. Ups. In die Richtung. Und dann hört's auf. Zack. War da eine Höhle oder habe ich mir das eingebildet? Wahrscheinlich soll man eigentlich auf den Ast hier springen. Dann hoch, ja, und dann? Ich verstehe es nicht. Jetzt lass mich doch da wieder hoch. Oh, leck mich doch im Arsch. Vor allen Dingen, er zeigt uns wieder in die Richtung, aber der Adler ist doch in die Richtung abgehauen. Thank you.
Ich weiß halt auch null, in welche Richtung ich eigentlich muss. Wahrscheinlich in die, wo wir gerade hingeguckt haben. Jetzt friss die Kacke! Ich erwisch hier keinen Ast. Na danke, endlich. Wir haben auch noch einen Ast in die Richtung, dann nehmen wir lieber den. Jetzt krabbel oben lang, verdammt. Wieso krabbelst du nicht oben lang? Er geht partout nicht oben lang. Okay, dann doch anderer Plan. Jetzt wechselt der hier auch nach unten. Ich krieg... Oh. The wolves have picked up the glider's scent and are congregating beneath the trees. Lost footing or a single miscalculated glide could land our Joey inside a pair of snapping jaws. And wolves aren't the only problem. The fire is progressing quickly. Oh, das erscheint mir sehr weit weg. As the wolves circle and the fire spreads, the glider clings to the tree for dear life. As the fire leaps from tree to tree, he's running out of options. Oh ne, wieder von ganz Anfang. Ich habe wenigstens gehofft, wir starten auf dem Waggon. Oh, bin ich abgenervt gerade. Das war Schwein. The wolves have picked up the glider's scent and are congregating beneath the trees. Lost footing or a single miscalculated glide could land our Joey inside a pair of snapping jaws. And wolves aren't the only problem.
The fire is progressing quickly. So, das haben wir jetzt ganz gut wieder hingekriegt. Mit ein bisschen Glück am Anfang, aber egal. Hier würde ich dann doch gerne noch weiter nach oben gehen. Wieso nimmt er diese Scheiß... Äste so dämlich immer. Ah, da dreht mich auf. So, hier krabbelt er dann wieder. Oh, no. Ich habe nämlich überlegt, ob wir darüber jumpen können, aber macht wahrscheinlich eh keinen Sinn. Also an dieser Baumsteuerung verzweifle ich. As the walls circle and the fire spreads, the glider clings to the tree for dear life. As the fire leaps from tree to tree, our glider is running out of options. Die Frage ist, wahrscheinlich macht der Ast noch mehr Sinn. Oder? Der Baum ist ziemlich weit weg. Oder sollen wir den dann nehmen? Oder kommen wir von dem? Nee, ne? Wir kommen von dem da hinten, glaube ich. Oh, das war knapp. Ich hoffe, wir sind hier richtig. The fire has driven a herd of deer out into the open. An opportunity for the glider to hitch a ride. Wir rennen doch jetzt im Kreis, oder was?
young glider has certainly improved his acrobatic skills since he left his nest. This, once a student at his mother's side, is becoming a master. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das schon das Finale irgendwie ist. Ich weiß nicht wirklich wohin. Na gut, ich würde mal sagen, wir machen erstmal ein Päuschen. Scheinbar kommt das Feuer eh nicht näher. Spitze bedanke ich mich bis denn her. Ja.